Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda und wir sind wieder mal beim Eldin Riesenfossil nach der epischen Schlacht in der letzten Folge, bei der wir viel aufs Maul gekriegt haben, aber durchaus auch ein bisschen was zu verteilen hatten. Geht's jetzt also weiter mit diesem wundervollen Let's Play, beziehungsweise mit diesem wundervollen Spiel. Ich möchte mich ja hier nicht für ein Let's Play loben, aber das Spiel ist wirklich großartig. So, und wir gucken mal, was wir hier noch so alles machen können. Ja, wir wollen natürlich in die andere Richtung. Ich weiß, ich habe gerade extra nochmal die Folge angeguckt, die übrigens letzten Samstag rausgekommen ist. Jetzt ist es gerade... oh nein, oh, da hätte ich ein Foto machen können. Naja, jetzt ist es gerade... 'Weißer Leune. Schönes Bild. Den gucken wir uns doch gleich mal an im Album. 'Weißer Leune. Mischwesen, die seit Urzeiten überall in Hyrule vorkommen. Sie gehören zu den stärksten und intelligentesten aller Leunen und verfügen über mächtige Waffen. Manchmal speien sie verheerendes Feuer. Nur wenige haben einen weißen Leunen gesehen und die Begegnung überlebt. Dann würde ich sagen... markieren wir uns diesen Ort mal. Wir werden jetzt natürlich hier nicht mit dem Leunen ein Tänzchen vorführen. Das Bild ist cool, das behalten wir. Den Pfeil hingegen brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist auch nett. Das brauchen wir eigentlich... ja. 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 Naja. Gut, wir verziehen uns einfach mal. Okay. War mir jetzt nicht sicher, ob er mich gesehen hat, aber ich glaube nicht. Wo habe ich denn das jetzt markiert? Das ist ja ganz falsch hier, ne? Das ist ja ganz falsch. Stempel löschen. Dann machen wir meinen Stempel nochmal so ungefähr hier hin. Wir gehen natürlich den Weg, den ich sowieso gehen wollte. Also wir gehen jetzt erstmal zu diesem komischen See, wo ich unbedingt hin wollte. Wie gesagt, ich habe mir jetzt gerade eben nochmal die Folge angeguckt, die erst letzten Samstag rauskam. Jetzt ist gerade Mittwochabend, beziehungsweise Mittwochnacht. Und jetzt geht es hier weiter mit der Aufnahme für den nächsten Samstag. Also momentan sind wir echt hier gar nicht am Vorproduzieren, sondern fast taggleich, was die Aufnahme angeht. Ist doch toll, oder? Und ja, wir machen uns auf die Reise Richtung See. Wo muss ich denn da eigentlich lang? Na, eigentlich gerade... gerade einmal geradeaus durch, im Prinzip. Kann ich mich irgendwo hinporten? Mach ich mal. Ich porte mich mal zu Varudania. Ich habe jetzt keine Lust, diesen ganzen Berg da hochzulaufen, ehrlich gesagt. Tja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ob wir da jetzt irgendwo hinkommen, wo es cool ist. Also, cool im Sinne von, ne, ob wir irgendwie leichter da hinkommen, wo wir wollen. So, wir müssen natürlich zur grünen Fläche. Oh, hier ist ein Schild. 100 berühmte Berge von Hyrule. Nummer 100, Todesberggipfel. Echt? Gibt es hier auch die anderen Nummern zu finden? Ich glaube nicht. So, wir dürfen natürlich nicht zu nah an Varudania ran, das ist klar. Weil sonst heult das Spiel rum, beziehungsweise das ist... okay, das ist mir klar, euch ist nicht klar. Also wir dürfen nicht zu nah an dem Titan ran. Sonst sagt das Spiel, du bist zu nah an dem Titan, es ist gefährlich. Hau ab. So. Und ich würde sagen, ich glaube, es ist definitiv der leichtere Weg, den wir hier genommen haben. Ui. Ach, guck mal. Wenn das mal nicht diese andere Stelle ist, wo wir noch hin wollten. Ja, ist es. Da kommen wir wahrscheinlich von hier oben auch leichter ran, ne? Jetzt die Frage, sollen wir da jetzt hinfliegen? Unsere Ausdauer ist halt nicht so tippitoppi.
können natürlich auch erst zu diesem... zu diesem Schrein runtersegeln. Weil ich glaube, dass es von hier einfacher sein wird. Als wenn wir dann von unten nach oben gehen. Wobei auf der anderen Seite... ganz ehrlich, ich glaube, der See, der liegt so hoch, wir können da trotzdem rüber segeln, oder? Naja, wir können es zumindest versuchen. Sagen wir es mal so. So, da sind ein paar Erze. Naja. Gleich jetzt gerade mal Erze sein. Warum wollte ich nochmal zu dem See? Irgendwas wurde doch hier gesagt über diesen... Shit, bin ich dämlich? Ich wollte noch Stopp drücken, um was zu essen. Hätte ich mal das Paarsegel eher aufgemacht. Oh, ich bin so dumm. Was ein unnötiger Tod. Ich hätte es mal eher sagen sollen, aber der Manu P... Oh, nee, jetzt bin ich wieder hier. Der Manu P könnte eigentlich mal einen Todescounter hier machen. Bei dem Let's Play. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen doof nach so vielen Folgen. Weil ich habe ja bei seinem Zelda Let's Play so einen Genau-Counter gemacht. Weil er während den ersten Folgen zumindest sehr oft genau gesagt hat. Genau. Hat er echt so oft gesagt, dass ich mir gesagt habe, okay, komm, mach mir mal einen Spaß. Und mach da mal einen und zähle mal, wie oft er genau sagt. Und ja. Er hat es auch mit Humor genommen, das finde ich auch gut. War ja auch nicht. Also, ne, war überhaupt nicht böse gemeint oder so. Weil ich fand es halt einfach. Es ist mir halt aufgefallen. Der Titan hat die Verheerung Ganon in Schloss Hyrule ins Visier genommen. Ja, wir dürfen uns ihm nicht nähern. Ich bin zu nah dran geflogen. Das ist eine richtig gute Folge heute. Heute klappt alles. Nee. Naja. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass er sehr oft genau gesagt hat in seinen Videos. Mittlerweile glaube ich nicht mehr so oft. Dein Ernst, ich bin vorhin doch genauso nah da dir dran geflogen. Gesegelt, was auch immer. Och, Kinder. Das ist jetzt gerade richtig ätzend. Mann. Fliegen wir halt einen größeren Bogen. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann in seinem Let's Play mit der Realistic Challenge, ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet hier im Video oder im Let's Play zumindest, habe ich dann die Genaus gezählt, die er eben von sich gegeben hat. Und es waren einige zum Anfang, aber gegen Ende waren es dann weniger. Ich weiß nicht, ob mein Genau-Counter da einen Einfluss auf ihn hatte. Er sagt zwar nein, aber... vielleicht ja unterbewusst, wer weiß. War auf jeden Fall nicht böse gemeint. Und als kleine... ja, wie soll man sagen? Als kleine Retourkutsche könnte er hier einen Todescounter machen für mich. Dass er mal meine Tode zählt. Da hätte er auf jeden Fall einiges zu zählen. Also Manu, wenn du willst, ne, mach das gerne. Wenn nicht, bin ich dir natürlich auch nicht böse, weil es ist natürlich eine Heidenarbeit. So viel, wie ich hier rumkrepiere. Ja, da macht das, glaube ich, wenig Spaß. Ah, Mist, wie das die Federvieh nicht fotografiert, ey. Ich bin so doof. So, was nehmen wir denn mal? Den Erzbohrer natürlich, ist ja ganz klar. Nehmen wir den Erzbohrer. Zack. Sammeln ein paar. Ich speichere jetzt auch mal, falls wir wieder irgendwie dumpf sterben. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wieder den ganzen Weg neu zu machen, dann wieder am Titan hängen zu bleiben, dann sagt mir das Spiel wieder Schloss Hyrule. Da habe ich keine Lust drauf, wisst ihr. Da habe ich keine Lust drauf. So, wir nehmen jetzt auch die Edelsteine hier drüben mit, die wir vorhin ignoriert haben. Jetzt hat es eh schon lange gedauert, jetzt ist auch egal unter dem Motto. So. Sehr schön. Zippidi, zippidi, zipp, zipp, zipp. Den hatten wir schon. Die Löschechse hatten wir auch schon. Alles klar. Da ist ja unser Panini-Album ganz gut bestückt. Und wir gehen jetzt erstmal, oder fliegen erstmal nach links. Hier unten ist ein Krog.
Das wäre jetzt so geil, wenn es stimmen würde. Ey, ganz ehrlich. Es riecht hier nach Krogsamen. Ey, ganz ehrlich. Wer ist hier der Krog-Hunter, Leute? Ha? Wer ist hier der Krog-Hunter? Das sah halt sehr, sehr auffällig aus. Dadurch, dass hier so eine... Einfach so eine kleine Felsspalte ist. Boah, Diamant Saphir, ey. Okay, dafür hätte es sich alleine auch schon gelohnt, diese Felsspalte. Yo, geil. Sehr versteckt. Aber wir haben es gefunden. So, was liegt da für ein Schmetterling rum? Oh, da ist ein Gegner. Den hatten wir noch nicht. Haben wir ihn getroffen? Nein, haben wir nicht. Shit. Haben wir ihn jetzt getroffen? Ah! Jetzt haben wir ihn getroffen, oder? Was? Wie nein? Endlich. 4 falsche Bilder gemacht, bis wir meinen dummen Löschflügler hier erwischt haben. Meine Güte, ey. Voll die Fotostrecke geworden am Ende. Ja, super. Und er hat mich jetzt natürlich erwischt. Ja, jetzt wäre es super, wenn ich diesen Eisstab noch hätte. Aber den haben wir ja weggeworfen. Leider. Dann nehmen wir mal das Feuerschwert. Dann können wir nämlich immerhin... kontern. Also, blocken meine ich. Ja, mit dem Feuerschwert einen Feuer-Exalfoss besiegen hat halt auch Style, muss man sagen. Aber was willst du machen? So. Die haben wir schon mal fotografiert und da ist auch der nächste. Also ich weiß wirklich nicht mehr, warum ich hier hin wollte. Wie gesagt, irgendwas wurde mal erwähnt mit diesem Ort. Aber da schwimmt gerade der nächste durch die Lava. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf euch. Oh, ein Eispfeil hätte ich benutzen können. Stimmt. Ich versuche ihn mal zu ignorieren. Was macht der da? Hä? Habt ihr es gesehen? Hat einfach in der Luft geschwebt. Okay. Wir schauen uns hier jetzt einfach mal ein bisschen um. Da drüben ist ein Octorok. Und hier sind komische Fackeln. Haben wir eigentlich mal ein Bild von einem Octorok gemacht? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Fels-Octorok. Haben wir von dem auch ein Foto gemacht. Wunderschönes Bild. Fängt seine ganze Schönheit ein. Mist. Ah, wobei ich weiß genau, was hier, wie es hier gedacht ist. Wir haben auch keinen Platz im Inventar. Die wollen bestimmt, dass wir hier diese Schwerter nehmen können. Die können wir ihm dann rüberwerfen. Und daraufhin kriegen wir dann ein heiles Schwert zurück. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Vielleicht das Waldschwert wegzuwerfen? Ach, egal eigentlich, ne? Eigentlich finde ich das Waldschwert schön. Ich sollte nicht immer so an... Habseligkeiten hängen. Ich werfe mal das Waldschwert weg. Dann nehmen wir hier das verrostete Schwert. So, dann rüsten wir das mal aus. Hat jetzt aktuell Stärke 6. So, und jetzt merkt er, oh, was zu essen. Ohoho. So, und jetzt ist ein Reiseschwert. Und jetzt gucke ich mal. Wow. Stärke 5. Hat sich ja brutal gelohnt. Ich hoffe, wir kriegen hier noch was Besseres. Wegen was die Musik? Wegen dem Octorok? So, wie viel hat das? 10. Das lohnt sich so überhaupt nicht. Ja, das Waldschwert ist jetzt halt... stark angekokelt.
Aber wir nehmen es mit. Scheiß drauf. Achso, wir dürfen es natürlich nicht ausrüsten. Okay, dann hängen wir uns das Waldschwert halt irgendwie als Erinnerung an die Wand oder so. Schauen wir mal. So, was ist denn jetzt hier an dem See Besonderes? Ich wollte auch hier aus irgendwelchen Gründen hin. Etwa wegen den Erzen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ey, irgendwas wurde hier erzählt. Ach, die hatten wir schon. Na toll. Tja. Ja gut, wir waren hier. Ehrlich gesagt, keine Ahnung wieso. Das ist dieses Ding mit dem Oktorok drauf. Da gehen wir halt weiter. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, warum ich hier hin wollte. Naja. Ja, mit einem schönen Bild auf den Lava-Vulkanberg. Also auf den Todesberg, auch genannt. Beenden wir mal die heutige Folge. Ein bisschen unzufrieden bin ich jetzt, weil wir so gar nichts geschafft haben irgendwie in der Folge. Aber gut. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und dann passiert hoffentlich wieder mehr. Also, tschüss.